Gibt es typische Frauen- und typische Männerberufe? Wie kann man Frauen für vermeintliche Männerberufe begeistern? Der Thomas Gerber von Planzer weiss mehr und erzählt uns, wie es in der Transportbranche so läuft. Ich bin Steffi von justi.ch und das ist die 9. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Thomas, schön bist du da. Hallo Steffi. Thomas, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag für die Berufsbildung? Ja, ich bin der Thomas Gerber und arbeite bei der Firma Planzer Transport AG in Däliken im Ausbildungszentrum und bin mitverantwortlich für das Lehrlingswesen über die ganze Gruppe. Danke vielmals, schön bist du da. Ich möchte zum Starten gerade auf so zwei typische Männer- und Frauenberufe eingehen. Und zwar ist das einerseits medizinische Praxisassistentin oder medizinische Praxisassistent, schon kein typischer Frauenberuf. Man sieht das auch auf Justi. Und zwar können wir da ein paar Zahlen nennen. Über justi.ch sind in einem halben Jahr 2.994 Bewerbungen verschickt worden für den Beruf, und zwar von Frauen. Im Gegensatz dazu sind nur 162 Bewerbungen von Männern verschickt worden für den Beruf. Dann haben wir noch einen typischen Männerberuf, das ist der Elektroinstallateur oder Elektroinstallateurin. Da haben wir ähnliche Zahlen, und zwar sind da 1.411 Bewerbungen von Männern verschickt worden für die Lehrstelle und nur 67 Bewerbungen von Frauen. Also auch hier sehen wir im Schnitt etwa 95% vom jeweiligen Geschlecht, die sich beworben haben, was wirklich sehr extrem ist. Diese Berufe sind gute Beispiele für Berufe, die eher von Frauen oder von Männern gewählt werden. Sonstige Top 3 Lehrberufe bei den Frauen sind das KV, Fachfrau Gesundheit und Mediamatikerin. Und Top Lehrberufe bei den Männern, das ist Informatiker, Koch und Elektroinstallateur. Es wird hier aber immer mehr unternommen, um eben auch Mädchen für so typische Männerberufe zu begeistern und umgekehrt. Und da will ich eigentlich gerade zu deinem Teil übergehen, Thomas. Welche Berufe bildet ihr bei Planzer aus? Also die drei grössten Berufe, sagen wir den Hauptberuf, den wir ausbilden, das ist der Logistiker, die Kaufleute und Strassentransportfachleute. Warum würdest du sagen, ist eine Lehre als Strassentransportfachmann oder Fachfrau eher etwas für Männer? Ja, ich denke nicht einmal, dass das so ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen von früher, wo man eher selten eine Frau angetroffen hat in einem Lastwagen. Ich glaube, das ist einfach noch so ein bisschen in den Köpfen, dass das ein Männerberuf ist und somit vielleicht Frauen auch ein bisschen hemmt, diesen Lehrberuf auszuwählen. Was sind deine Erfahrungen zu dem ganzen Thema? Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind die, dass in den letzten paar Jahren bei den besten Abschlüssen eigentlich immer Frauen dabei waren. Also das zeigt mir neu immer, dass Frauen sehr gut geeignet sind für diesen Beruf. Von der Anzahl Lernenden, die ihr in diesem Beruf habt, würdest du sagen, prozentual, wie viele Frauen habt ihr da? Das sind rund 15% Frauen. Und wie hat sich das so ein bisschen verändert in den letzten Jahren? Ja, in den letzten paar Jahren ist der Prozentsatz sicher gewachsen. Ich denke, es wird auch weiterhin noch etwas wachsen. Wünsche es mir eigentlich auch, es wäre schön, ja. Also hast du das Gefühl, das Klischee ist nicht mehr ganz so wie früher? Hat sich da etwas verändert? Ich denke, es hat sich etwas verändert. Früher war eher noch die technische Seite das Thema in Sachen Lastwagen, in Sachen Transport, was heute ein weniger an Gewicht hat. Heute ist der Fahrer eher noch der Benutzer des Fahrzeugs, wo früher der Fahrer eher noch selber kleinere Reparaturen durchgeführt hat. Ich denke, dass dort das technische Interesse, das offenbar eher bei den Männern ein Thema ist, weniger an Gewicht hat und somit der Beruf interessanter wird für Frauen. Was sagen bei euch bei Planzer die Strassentransportfachfrauen, wie es ist, auf diesem Beruf zu arbeiten? Gewisse sagen, dass sie zum Teil bevorzugt werden, dass Männer gerne jemandem helfen beim Abladen oder Aufladen oder auch sonst bei Problemen, was ich von den Männern wiederum weniger höre. Also, es war kürzlich gerade eine Diskussion auf einer Baustelle, dass wenn der Strassentransportfachmann auf die Baustelle fährt, dann verschwinden in der Regel die Bauarbeiter und helfen nicht gross mit abzuladen. Und bei den Frauen sieht es doch oft anders aus, als der eher wieder jemand bereit ist, zu helfen. Also würdest du sagen, als Frau hat man doch auch Vorteile, in einem Männerberuf zu arbeiten? Ich denke, dass das so ist, ja. Wenn man die andere Seite anschaut, denkst du, hat es auch Nachteile als Frau in so einem typischen Männerberuf? Ich glaube, Frauen haben es strenger oder härter, sich zu beweisen und durchzusetzen in einer Männerumgebung.
Aber körperlich würdest du jetzt sagen, gerade in dem Beruf, den wir angesprochen haben, ist das völlig machbar auch für alle Frauen? Ich hätte das letzte Woche hatte ich das noch gesagt, dass das einen Einfluss haben kann, dass Frauen natürlich von der Kraft her je nachdem eben andere körperliche Voraussetzungen haben als Männer. Aber ich habe noch mit einer Ex-Lehrtochter von uns geredet und sie hat eigentlich ganz klar gesagt, dass sie eine reine Übungssache und das kann man lernen und trainieren. Das ist ja schön zu hören. Wie ist es denn deiner Meinung nach? Ist es wichtig, dass der Frauenanteil in diesem Beruf steigt? Ich persönlich würde es noch schön finden, ob das wichtig ist oder nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Ich finde, wichtig ist, dass wir genug Nachwuchs haben, dass wir genug qualifizierten Nachwuchs haben. Und ob das männlich oder weiblich ist, ist zweitrangig. Mhm. Mega spannend. Wie ist es denn bei euch? Setzt ihr euch speziell dafür ein, um auch vielleicht Schülerinnen für so einen Männerberuf zu begeistern? Ja, wir machen sicher Schulbesuche machen, wo wir die Berufe vorstellen. Dort sind in der Regel gemischte Klassen, also dort sind Frauen wie Männer. Und was wir jetzt zum Beispiel mit Hilfe unserer Marketingabteilung machen, ist so die Berufsinformationsvideos, die wir auf unserer Webseite oder auf YouTube oder auf den sozialen Medien veröffentlichen, dass wir dort in der Regel weibliche Darsteller berücksichtigen, um zu zeigen, es ist auch machbar, aus Chauffeuse bzw. Strassentransportfachfrau zu arbeiten. Was denkst du, was passiert, wenn eine Firma so eine Verteilung der Geschlechter nicht fördert? Also wenn ihr jetzt wie vor Jahren weitermacht, so ein bisschen, um die Lehrstellen zu besetzen und eben nicht extra weibliche Lernende fördern? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, auf welche Situation oder auf welche Branche man das bezieht. Ich finde es nicht unbedingt zwingend, dass man jetzt explizit Frauen anwirbt für diesen Beruf. Ich finde es gut, wenn es Frauen gibt, die sich für diesen Beruf interessieren. Und ich sehe das auch immer auch als Chance, um einem Nachwuchsproblem entgegenzuwirken. Dass man eben wirklich auch zeigt, hey, der Beruf wäre auch für Frauen geeignet. Also ich sehe das so als Chance für potenziellen Nachwuchs. Aber dass wir jetzt Frauenquoten haben müssen und sagen, ja, wir streben ganz klar 50% Frauen an, das sehe ich eher weniger. Was empfiehlst du anderen Unternehmen, die vielleicht auch so typische Männerberufe ausbilden, jetzt zu dem ganzen Thema? Ja, ich glaube, so Unternehmen sollten offen sein. Eben vielleicht auch für einen männerdominierten Beruf Frauen zu gewinnen und eben das vielleicht auch aus Potenzial zu sehen, zum Nachwuchs zu bekommen. Also ich glaube, ja, eben, gewisse Berufe sollte man ja nicht irgendwie das aus Frauenberuf oder Männerberuf betiteln, sondern eben vielleicht mal von diesen alten Ansichten wegkommen und ein bisschen in der heutigen Zeit das anpassen. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass es immer noch gewisse Berufe gibt, die eher von Frauen oder von Männern gewählt werden. In gewissen Branchen wird aber doch einiges unternommen, dass man die Durchmischung der Geschlechter fördert. Das ist natürlich wichtig und richtig und lässt uns gespannt in die Zukunft blicken, wie es dann in ein paar Jahren aussieht, in den Berufen, die wir jetzt auch darüber geschwätzt haben. So als Abschluss, Thomas, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Also wir haben aktuell schon ein bisschen zu kämpfen mit Nachwuchs. Wir möchten gerne vor allem genug Nachwuchs haben. Und ich wünsche mir, gerade für unsere Branche oder eigentlich für alle Berufe, für alle Branchen, dass genug Nachwuchs kann entwickelt werden, ausgebildet werden. Das wünsche ich mir eigentlich. Danke vielmals, Thomas, für das spannende Gespräch und den Einblick in eure Branche. Schön, habt ihr heute zugelassen und ich hoffe natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.